Und was machen wir jetzt? Wir haben kein Geld mehr. Ist doch nicht so schlimm. Wir haben eine wunderbare Familie. Haben wir nicht. Das sind Mac, Dummy und Wasserkopf. Verdammt, Peter, ich muss mir wahrscheinlich einen Job besorgen. Oh, Gott sei Dank. Hatte schon Angst, dass ich wieder diese Talkshow mit Kelly moderieren muss. Es ist so anstrengend, dieses Dauergrinsen im Gesicht zu haben, wenn der Gast von sich erzählt. Christine Baranski aus der Serie The Good Wife. Christine, Sie haben gerade einen Emmy gewonnen. Ist das wahr? Ja. Für die Rolle Mary Ann in Sybil. Ah. Aber meine Rolle in The Good Wife ist vollkommen anders als Mary Ann. Ah. Auf der Bühne hatten Sie genauso viel Erfolg. Sie haben auch einen Tony gewonnen, nicht wahr? Ich habe sogar zwei gewonnen. Ah. Noch eine Frage, Schätzchen. Wer bist du? Entschuldigung, würden Sie einen Blick auf meinen Lebenslauf werfen? Ich habe mich ewig nicht mehr vorgestellt und wollte wissen, ob er richtig formatiert ist. September 1992 bis heute Hausfrau. Sieht okay aus. Ist nicht zu dick aufgetragen, oder? Hi, es tut mir leid. Sie waren einfach nicht zu überhören. Sie haben eine fantastische Sprechstimme. Mein Name ist Randy. Mit der Stimme kann ich Ihnen einen festen Job verschaffen. Wirklich? Wow, danke schön. Das ist großartig. Jetzt muss ich keine Kosmetikvertreterin werden. Also, was ist an dem Shampoo anders als an dem aus dem Supermarkt? Dieses Shampoo ist in meinem Auto gefahren. Dreimal dürft ihr raten. Oh mein Gott, Tampons und Lebensmittel? Nein, naja, doch, das auch. Aber ich wurde heute entdeckt. Ich könnte eine von diesen berühmten Aufsprecherinnen im Fernsehen oder im Kino werden. Tag, ich bin Lois Griffin. Ich habe einen Termin bei Randy. Lois, ich freue mich, dass Sie es bei uns versuchen wollen. Unglaublich, dass ich bald ein Promi bin. Vielleicht überfahre ich auf dem Heimweg zum Spaß jemanden. Tja, ich habe das Gefühl, Sie werden hier bald ein großer Star sein. Was ich anhabe? Überhaupt nichts, mein Süßer. Augenblick mal. Das ist eine Telefonsexfirma. So etwas kann ich nicht machen. Du kriegst 2 Riesen pro Woche, Süße. Oh mein Gott, für so viel Geld könnte ich mir ein super luxuriöses Topfset kaufen. Das ist ein sehr schönes Set. Sie sind sicher eine Telefonhure. Darauf können Sie Ihren süßen Arsch verwetten. Okay, Lois, du weißt Bescheid. Und egal was passiert, erwähne nie Computer oder das Internet. Davon dürfen die nichts erfahren. Oh Gott. Hallo? Hallöchen. Süßer. Ich höre, dass du's drauf hast. Hör zu, ich will, dass du's mir und meinem Sohn am Telefon machst. Oh. Ja, die Familie bricht auseinander und ich will nur ein Dad sein, der versucht, den Laden zusammenzuhalten. Verstehe. Stehst du auf Kerle in Rollstühlen? Nicht unbedingt. Oh, das ist schade, weil, mein Sohn im Rollstuhl sitzt. Na, Lois, wie war dein erster Tag als Sprecherin? Oh, nicht so aufregend. Ich spreche nur irgendwelche merkwürdigen europäischen Werbespots. Ach, ich muss auch mal wieder etwas für meine Karriere machen. Mein letzter Auftritt war in der Stewman Group. Ich kapier's nicht. Was soll das? Wir wissen's auch nicht. Hi, mein Name ist Chantal. Was kann ich für dich tun, Schätzchen? Oh, hi, Chantal. Hast du eine Brieftasche oder ein Portemonnaie? Eine Brieftasche. Oh, Baby. Ich will, dass du das Geld rausnimmst und es ganz langsam zählst. Okay. 1. Ah, das ist gut. 2. Oh, Mann. Tut mir leid, der nächste Geldschein ist ein 10er. Oh, ich liebe dich und alles andere auch. Hi, ich bin Chantal. Alles klar, legen wir los, Pippi. Hast du ein Taschentuch? Ja. Knüllst zusammen und steckst dir in den Mund. Okay. Was hast du da noch? Hast du einen Hefter? Aha. Ja. Dann schieb dir den auch mal in den Mund. Hast du ein Mauspad? Aha. Gut, rollst zusammen und stopf es auch rein. Hast du auch einen Ordner mit den Firmenvorschriften bekommen? Okay, das heißt wohl ja. Ich bin ziemlich sicher, du weißt, was du damit tun sollst. Okay, glaubst du, es passt noch mehr in deinen Mund rein? Dann sollten wir jetzt mal die anderen Löcher auffüllen.